Artikelnummer SCP-3070. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Personal der Foundation innerhalb der Internationalen Astronomischen Union und dem ihr unterstehenden Minor Planet Center hat die Namensgebung neu entdeckter Kleinplaneten zu überwachen. Änderungen des Namens eines Kleinplaneten erfordern eine Berechtigung der Stufe 4/3070. Orbitale Einsatzkommandos sowie Satelliten der Foundation überprüfen routinemäßig bereits katalogisierte Kleinplaneten, obwohl die Existenz von etwa 460.000 solcher Objekte eine vollständige Überwachung unmöglich macht. Alle SCP-3070-A-Instanzen, die sich manifestieren, sind vom orbitalen Einsatzkommando Nyar-12, die kleinen Prinzen, zu bergen. Nach einer Analyse können die Objekte entweder im heliozentrischen Bereich 16 gelagert oder nach einer persönlichen Überprüfung durch Mitarbeiter mit Freigabe 4/3070 zerstört werden. Beschreibung: Bei SCP-3070 handelt es sich um ein Phänomen, das Kleinplaneten im Orbit um die Sonne betrifft, die vom Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union katalogisiert wurden, insbesondere die, die mit einer Zahl und einem Namen gekennzeichnet sind. Kleinplaneten sind astronomische Objekte, die einen Stern umkreisen, aber nicht als Planet oder Komet klassifiziert werden können. Dazu gehören Zwergplaneten, Asteroiden, Trojaner, Zentauren, Kuiper-Gürtel-Objekte und andere transneptunische Objekte. Das Phänomen bewirkt, dass sich Objekte, die als SCP-3070-A bezeichnet werden und die mit der IAU-Bezeichnung des Kleinplaneten in Verbindung stehen, entweder in der Umlaufbahn oder auf der Oberfläche des Himmelskörpers manifestieren. Dies kann sogar in Szenarien auftreten, in denen dem Kleinplaneten ein starkes Gravitationsfeld fehlt, das Umlaufbahnen um ihn herum erst ermöglichen würde. Diese Manifestationen konnten noch nie direkt beobachtet werden. SCP-3070-A-Exemplare weisen verschiedene anormale Eigenschaften auf, während sie sich auf dem Kleinplaneten oder in der Umlaufbahn um ihn befinden. Diese Eigenschaften verschwinden, nachdem sie von ihrer Position entfernt wurden. Derzeit sind 437 Kleinplaneten von SCP-3070 betroffen. Kein Kleinplanet war bisher mehr als einmal betroffen. Anhang 1. Bemerkenswerte Vorfälle. Kleinplanet 262419 Susaka. 3070-A Entdeckungsdatum 15. September 2013. Beschreibung: Kalksteinmodelle im Maßstab 1:1000 aller in Susaka, Japan vorhandenen Gebäude umkreisten den Asteroiden in einer einzigen Ringformation. Kleinplanet 1981 Midas. 3070-A Entdeckungsdatum 29. Oktober 2013. Beschreibung: 288 goldene, konische Säulen, 21 cm lang und 23 mm breit an der Basis, wurden auf der Oberfläche des Asteroiden eingebettet und bildeten vier konzentrische Dodekagone. Kleinplanet 399979 Lucyman. 3070-A Entdeckungsdatum 10. Juli 2013. Beschreibung: Drei Bronzezylinder, 14 Meter lang und 19 cm breit, mit dem Logo von General Electrics an jedem Ende, waren auf der Oberfläche des Kleinplaneten eingebettet. Kleinplanet 124192 Molotai. 3070-A Entdeckungsdatum 17. Mai 2014. Beschreibung: Eine Nachbildung des astronomischen Observatoriums Molotai im Maßstab 1:50, das aus dem gleichen Materialien wie der Asteroid besteht, folgte einer sich schnell verändernden elliptischen Umlaufbahn um den Himmelskörper. Als der Versuch einer Bergung unternommen wurde, kollidierte die Instanz von SCP-3070-A mit 124192 Molotai und wurde dabei zerstört. Kleinplanet 495827. 3070-A Entdeckungsdatum 4. Dezember 2016. Beschreibung: Die Zahl 495827 wurde 168 Mal in verschiedenen Schriftarten und Größen auf die Oberfläche des astronomischen Körpers geschrieben. Kleinplanet 882 Svetlana. 3070-A Entdeckungsdatum 9. Dezember 2016. Beschreibung: 6 100 Meter hohe und 2 Meter breite Säulen aus verstorbenen Carcinoscorpius rotundicauda
Mangroven-Hufeisenkrabbe waren mit dem Asteroiden verbunden. Die Beine jedes Kadavers waren mit denen der Körper um ihn herum verschmolzen. Hinweis: Es gibt keinen bekannten Zusammenhang zu dem Namen 882 Svetlana. Kleinplanet 54439 Topeka 3070-A Entdeckungsdatum 12. Dezember 2016. Beschreibung: 233.870 Ranken aus unterschiedlichem Augengewebe, jede von unterschiedlicher Länge, maximal 24 Meter, erstrecken sich von dem Asteroiden. Gentests einer Probe der Ranken deuten darauf hin, dass jede einzelne mit einem Bewohner von Topeka, Kansas, zur Zeit der Volkszählung der Vereinigten Staaten im Jahr 2010 korreliert. Alle Ranken lösten sich am 17. Dezember 2016 auf. Kleinplanet 672 Astarte 3070-A Entdeckungsdatum 21. Dezember 2016. Beschreibung: 12 Ringe bestehend aus einer Flüssigkeitsmischung aus menschlichen Eizellen, flüssigem Kohlenstoffdioxid und Blut von Panthera leo bleienbergi, südafrikanischer Löwe, umkreisten den Kleinplaneten. Die Flüssigkeiten gefrieren und verstreuen sich nach 2 Tagen. Die genetische Analyse des Blutes fand DNA-ähnliche Verbindungen, die 6 Basenpaare und 3 Stränge besitzen. Die Funktion dieser Verbindungen, vorübergehend als V3070 bezeichnet, ist unbekannt. Kleinplanet 1996 Adams 3070-A Entdeckungsdatum 1. Dezember 2017. Beschreibung: 12 Kadaver, die John Couch Adams, einem verstorbenen britischen Mathematiker und Astronomen, zum Zeitpunkt seines Todes ähnelten, waren durch 3 Meter lange Nabelschnüre mit dem Kleinplaneten verbunden. Jeder Kadaver wurde in der für das späte 18. Jahrhundert typischen Kleidung gefunden. Nachdem die Schnüre durchtrennt wurden, zeigten Kadaver und Schnüre Veränderungen, die denen einer Weltraumexposition gleichen. Kleinplanet 1991 Darwin 3070-A Entdeckungsdatum 11. Januar 2018. Beschreibung: 24 lebendige Celonoides nigra abingdoni, eine ausgestorbene Art der Galapagos-Schildkröte, wurden entdeckt, wie sie sich über die Oberfläche des Asteroiden bewegten. Eine Umsiedlung der Exemplare führte zu deren Tod. Eine Untersuchung der Kadaver ergab, dass allen die inneren Organe und Skelettstruktur fehlten. Stattdessen befand sich im Innern ein abgetrennter Kopf, der entweder Charles oder George Darwin ähnelte. Die Köpfe waren mit den Gliedmaßen und dem Kopf der Tiere durch Nervengewebe verbunden, welches aus dem Hals der Köpfe trat. Es wurde V3070 in den Zellen der Kadaver gefunden. Die Substanz hatte die komplette DNA ersetzt. Anhang 2 SCP-3070-1 Am 10. Januar 2018 entdeckten die Hausmeister der IAU-Zentrale in Paris, Frankreich, eine Anomalie SCP-3070-1, die in den Wänden des Gebäudes eingebettet war. Bei SCP-3070-1 handelt es sich um eine Kombination aus Metallrohren, einige davon bestehen aus exoplanetaren Metallen, verschiedenen menschlichen Geweben aus verschiedenen Körperteilen, kybernetischen Organen und Geräte, die an Fernsehantennen erinnern. Eine Gewebeanalyse fand große Mengen von V3070, die als DNA-Analogon fungierte, und menschliche DNA aller IAU-Mitglieder. Mehrere der Röhren von SCP-3070-1 sind an einem MacBook Pro Laptop-Modell aus dem Jahr 2018 befestigt, der seinerseits teilweise mit einer Säule aus einer weißen Substanz und Herzmuskelgewebe verbunden ist. Der Laptop ist zu allen Zeiten eingeschaltet und verfügt über vollen Zugriff auf das Internet und die IAU-Datenbank. In mehreren Fällen erschienen für unterschiedliche Zeitspannen Text auf dem Laptop-Bildschirm, bevor eine neue SCP-3070-A-Instanz entdeckt wurde. Nachfolgend finden Sie eine Abschrift des Textes, der am 12. Januar 2018 angezeigt wurde. Expand 6464 64.
64664 Plasm Stars Adapt Network 0% 0.1 Mbps. Da sich SCP-3070-1 durch einen Großteil des Gebäudes erstreckt, kann die Anomalie nicht ohne mögliche strukturelle Schäden versetzt werden. Undercover-Agenten wurden beauftragt, die Anomalie zu überwachen und den zivilen Kontakt zu minimieren. Ein vollständiges Verwahrungsverfahren ist derzeit in Entwicklung. Forschungsarbeiten der Exobiologieabteilung sind im Gange. Anhang 3: Zusätzliche Vorfälle. Zusätzliche Aufzeichnungen über SCP-3070 Vorfälle sind im Ereignisprotokoll 3070-NIA-12E verfügbar. Ereignisprotokoll 3070-NIA-12E. Kleinplanet 22222 Odios. 3070-A Entdeckungsdatum 28. August 2000. Beschreibung: 12 5 Meter hohe Statuen, die Richard Westmacotts Statue Achilles ähneln, waren am Asteroiden befestigt. Jede Statue und ihr Sockel bestanden aus dem gleichen Material wie der Asteroid selbst. Alle Sätze auf den Sockeln wurden durch den Spruch "Tod den Trojanern" auf Altgriechisch ersetzt. Kleinplanet 146269 3070-A Entdeckungsdatum 10. September 2000. Beschreibung: Kleinplaneten, die mit 146269 identisch waren, umkreisten ihn mit unterschiedlichen Inklinationen und Abständen, aber alle mit einer Geschwindigkeit von 120 km pro Sekunde. Die SCP-3070-A-Instanzen zerfielen eine Stunde nach der Entdeckung. Kleinplanet 1 Ceres 3070-A Entdeckungsdatum 7. Oktober 2000. Beschreibung: 100 kugelförmige Objekte aus verschiedenen menschlichen Gesichtsgeweben und einem identischen Radius von 1,3 Metern umkreisten den Zwergplaneten in einer Höhe von 102 Kilometern mit einem Abstand von 3,2 Metern zwischen den einzelnen Objekten. Jedes Objekt besaß auf einer Seite ein lächelndes Gesicht, das dem von Giuseppe Piazzi ähnelte, dem italienischen Priester und Astronomen, der Ceres entdeckt hatte. Kleinplanet 19019 Sunflower 3070-A Entdeckungsdatum 20. August 2000. Beschreibung: Die Oberfläche des Asteroiden war mit einer Substanz bedeckt, die eine ähnliche Konsistenz wie Ölfarbe aufweist. Die Substanz verschmolz zu dreidimensionalen Strukturen, die an Sonnenblumen erinnerten, aber mit Miniaturreflektorteleskopen anstelle von Samen. Kleinplanet 29514 Karatsu 3070-A Entdeckungsdatum 7. Juli 2000. Beschreibung: Eine Siedlung von etwa 5000 SCP-2511-A Instanzen wird im Orbit des Kleinplaneten gesichtet. SCP-2511-A Instanzen, die auf 29514 Karatsu gesichtet werden, scheinen am Leben zu sein und benötigen offenbar kein Gerät, um im Vakuum zu überleben. Jede Instanz scheint tumoröses Wachstum an einem Körperglied zu besitzen, das dem Gewebe von SCP-3070-1 ähnelt. Hinweis: Die Inspektion des Matsura-Flusses in Karatsu City in der Saga-Präfektur in Japan ergab das Verschwinden aller SCP-2511-A-Instanzen im Fluss. Es konnte hierfür keine Ursache identifiziert werden. Um eine SCP-2511-A-Instanz in Besitz zu nehmen, die sich im Orbit um 29514 Karatsu befindet, wird derzeit die Bevölkerungskontrolle von SCP-2511-A-Instanzen geprüft. Kleinplanet 232 Russia 3070-A Entdeckungsdatum 4. Oktober 2000. Beschreibung: Eine teilweise intakte Struktur, die der Fractional Orbital Bombardment Weapon ähnelt, wird im Orbit des Kleinplaneten gesichtet. Es scheint aus Wassereis zu bestehen. Hinweis: Die Aktivierung von SCP-2617 führte zur Manifestation einer Instanz von SCP-2617-C über 232 Russia. Kleinplanet 2001 Einstein 3070-A Entdeckungsdatum 5. März 2000. Beschreibung: Eine Stahlbüste, 1,2 Meter hoch, von Albert Einstein mit herausgestreckter Zunge manifestiert sich auf der Oberfläche des Asteroiden.
Mikrowellenemissionen, 251 MHz, werden periodisch aus dem Schädelbereich abgegeben, die wie Übertragungen aussehen, die oktal kodiert sind. Hinweis: Die Überwachung dieser Emissionen über einen Zeitraum von Monaten hat zur Bildung eines Textfragments geführt. Zitat: Könnte etwas Wind für das Segelboot bekommen. Diese sind. Zitat Ende. Überwachung wird fortgesetzt. Kleinplanet 3552 Don Quixote 3070-A Entdeckungsdatum 15. April 2000. Beschreibung: Etwa 30 Meter hohe Türme bestehend aus beschädigten Autos wurden an unregelmäßigen Stellen auf der Oberfläche gefunden. Eine Gruppe kybernetischer humanoider Wesen, die jeweils eine Rüstung trugen, die an mittelalterliche Ritter erinnerte, dekonstruierten langsam die Türme und benutzten gesammelte Materialien, um nicht funktionierende Autos zu bauen. Hinweis: Es wird angenommen, dass die SCP-3070-A-Instanzen eine Verbindung zu Donald K. Cervantes haben, dem Besitzer eines Schrottunternehmens, das sich auf Autos in Portland, Maine spezialisiert hat. Die Befragung von Cervantes hat keinen Zusammenhang mit SCP-3070 oder anderen bekannten Anomalien ergeben, obwohl er mehrere Verwandte hat, die Mitglieder der IAU sind. Kleinplanet 1029 La Plata 3070-A Entdeckungsdatum 27. September 2000. Beschreibung: Zwei Strukturen, die der Flagge Argentiniens ähneln und aus reinem Silber bestehen, tauchen an den Polen des Asteroiden auf. Kleinplanet 4942 Monroe 3070-A Entdeckungsdatum 17. Oktober 2000. Beschreibung: Der Asteroid nahm eine fast kugelförmige Form an und schien sich in einen massiven Diamanten zu verwandeln. Mehrere Hüte, überwiegend schwarz oder weiß, erschienen auf der Oberfläche. Hinweis: Dies ist der erste Fall von SCP-3070, der die Zusammensetzung und Form eines Asteroiden vollständig verändert hat. Kleinplanet 42042 3070-A Entdeckungsdatum 4. Februar 2000. Beschreibung: Der Kadaver eines erwachsenen Physeter macrocephalus, Pottwal, wurde auf der Oberfläche des Planetoiden gesichtet. Er zeigte Verletzungen, die mit einem Aufprall aus großer Höhe übereinstimmen. Hinweis: Bei genauerer Betrachtung wurden mehrere Steingutfragmente und eine kleine Menge Erde in der Nähe des Kadavers gefunden, neben einer toten Pflanze, die einer Petunia X. atkinsoniana ähnelte. Kleinplanet 314612 3070-A Entdeckungsdatum 11. November 2000. Beschreibung: Der Asteroid besitzt ein visuelles Erscheinungsbild, das an stark komprimierte JPEG-Bilddateien erinnert, wobei Änderungen in den Kompressionsartefakten basierend auf dem Winkel, in dem er betrachtet wird, auftreten. Studien an der Oberfläche ergaben, dass die Topographie unverändert und dass die Kompression nicht physisch ist. Untersuchungen, um festzustellen, ob es sich um ein kognitogefährliches Phänomen handelt, sind im Gange. Hinweis: Der Google Chromium Browser von SCP-3070-1 2008er MacBook Pro wurde offen vorgefunden mit mehreren Tabs, die den Tumblr-Blog von SCP-2721 Liar anzeigten. Kleinplanet 15907 Robot 3070-A Entdeckungsdatum 1. Juni 2000. Beschreibung: Eine Reihe von vier grob konstruierten humanoiden Geräten, die an etwas stehen und interagieren, das an ein Keyboard erinnert. Hinweis: Jede Figur ist per Kabel mit einer unterirdischen Kammer verbunden. Messungen deuten darauf hin, dass es sich bei der Kammer um eine Stromerzeugungsanlage handelt. Kleinplanet 90377 Setna 3070-A Entdeckungsdatum 6. Mai 2000. Beschreibung: Ein 473 Kilometer langes Objekt erhob sich von der Oberfläche von 90377 Setna. Die Beobachtung erfolgte mit experimenteller Technologie, die ursprünglich in der Peregrine 9 Expedition eingesetzt worden war. Das Objekt ähnelte einem Standardphonographen und begann, spastische Bewegungen auszuführen, nachdem es vollständig aufgetaucht war. Hinweis: Am 7. Mai 2000 emittierte das Objekt ein blaues Licht, bevor es sofort verschwand. Später wurde eine Funkübertragung empfangen, in dieser stand: Danke fürs Mitnehmen. Die Katastrophe wird bald kommen. Rettet eure Ärsche.
Während dieser Zeit zeigte Text auf SCP-3070-1 2018er MacBook Pro den folgenden Text an. 2176783336 Welcome Q9-85984 Extend Sender Initiate. Danach wurde der normale Text, der vor einer Entdeckung von SCP-3070-A-Instanzen angezeigt wurde, wieder auf dem Gerät angezeigt. 24 biomechanische Strukturen, die einer Kombination einer M198er Haubitze mit einem Monodon Monoceros Narwal ähnelten, wurden eine Stunde später auf der Oberfläche des Zwergplaneten beobachtet. Kleinplanet 2807 Karl Marx. 3070-A Entdeckungsdatum 5. Mai 2000. Beschreibung: Eine allmählich wachsende Struktur, die dem Innern einer Lesebibliothek ähnelt und derzeit 12x8x10 Kilometer groß ist und Regale, Treppen und Arbeitstische umfasst, erscheint auf dem Himmelskörper. Mehr als 1000 in Overalls gekleidete Figuren konsultieren ständig die Bücher, während sie dabei neue per Handschreiben und nach Fertigstellung in die Regale stellen. Hinweis: Bei Bedarf werden neue Lagerflächen, Schreibmaterialien und so weiter hinzugefügt, wodurch die Struktur um schätzungsweise 1 Meter pro Erdenjahr erweitert wird. Siehe auch 29829 Engels. Kleinplanet 29829 Engels 3070-A Entdeckungsdatum 5. August 2000. Beschreibung: Eine Fabrik im Stil des 19. Jahrhunderts mit variierendem Layout, aber immer mit 3 kontinuierlich rauchenden Schornsteinen erscheint auf dem Körper. Es ist zu beachten, dass der Asteroid keine Atmosphäre und kein leicht brennbares Material besitzt. Zu den in der Fabrik gefertigten Produkten gehören Papierbögen, Füllfederhalter, Tintentöpfe, Leitern und Holzregale in Bausatzform. Diese entmaterialisieren sich in unregelmäßigen Abständen. Kleinplanet 26858 Mr. Rogers 3070-A Entdeckungsdatum 20. April 2000. Beschreibung: Etwa 300 PCC Straßenbahnwaggons, die denen der Pittsburgh Railways aus den 1940er Jahren ähneln, umkreisen den Kleinplaneten. Jeder Waggon trug einen großen roten Cardigan-Pullover. Mitglieder von OEK Niei 12 berichteten während der Bergung Glockenläuten zu hören. Kleinplanet 75067 Vernalis 3070-A Entdeckungsdatum 9. September 2000. Beschreibung: Ein 97 Meter großes Paar Konga-Trommeln, die sowohl aus Chitin als auch aus menschlichem Zahnschmelz bestehen, begannen den Umlauf um den Asteroiden. Gleichzeitig manifestierte sich ein 60 Meter großes lebendes Exemplar von Leocarcinus vernalis, graue Schwimmkrabbe, auf den Konga-Trommeln und versuchte sie zu spielen. Hinweis: Bei der Bergung durch OEK Niai 12 dematerialisierte sich das Exemplar von Leocarcinus vernalis und war weder auf dem Asteroiden noch auf den Konga-Trommeln zu finden. Kleinplanet 131288 3070-A Entdeckungsdatum 23. Mai 2000. Beschreibung: Ein Ringsystem manifestierte sich 12 Meter von der Mitte des Asteroiden entfernt mit einer Breite von 1 Kilometer. Der Ring bestand hauptsächlich aus Wassereis, wobei Spuren von Keratin, Chitin, Zahnschmelz, menschlichem ektodermalen Gewebe und menschlichen Herzzellen vorhanden waren. Redigiert. Verbindungen, die denen im Ringsystem von J1407b ähnlich sind, waren ebenfalls vorhanden. Hinweis: Eine Stunde nach der ersten Entdeckung zerstreuten sich die Ringe plötzlich.